Ja, hallo. Heute möchte ich mal unseren Spornkullerwalung vorstellen. Wir sehen hier unseren schönen Twin 3 und gucken mal auf den Kuller. Da sehen wir, der Kuller, der hat eine kleine Zusatzausrüstung, einen kleinen Powerpack, was man sonst zum Handy nachladen nimmt und ein bisschen Elektronik und einen Magnetschalter. Und wenn man genau hinschaut, dann leuchtet da eine rote Lampe und alle paar Sekunden blinkt mal ganz kurz die grüne auf. Das ist dann so, wir haben in dem kleinen grauen Kästchen einen Sender, sowas, was man auch für ein Garagentor nimmt oder andere Anwendungen. Und dieser Sender, der sendet über eine Entfernung von gut 20 Metern, also von der Rumpflänge, da reicht es dann. Und wenn wir mal nach vorne schauen. Hier ist in der Seitentasche drin die kleine Empfängerelektronik und zusätzlich ist noch ein kleiner Drucksensor eingebaut. So, jetzt hören wir, wenn man hier drauf drückt. Das heißt, wenn ein Pilot drin sitzt, kann man vielleicht hören. Dann kommt eindeutig die Sprachanweisung, man soll den Kuller abmachen. Das heißt, wenn ein Pilot vorne drin sitzt, dann geht man davon aus, wenn der Kuller hinten dran ist und der Pilot sitzt vorne drin, dass da was nicht ganz in Ordnung ist. Das Ganze gibt es natürlich in abgeschwächter Variante ohne den vorherigen oder vorderen Drucksensor. Sobald hinten der Kuller dran ist, sendet er und wenn man sich reinsetzt, dann wird man daran erinnert, dass noch ein Kuller dran ist. Ja, das hilft vielleicht, das ein oder andere Mal einen vergessenen Spornkuller dann zu vermeiden. Und wir haben jetzt das Ganze eine Saison schon in Betrieb und der Akku hinten wird jedes Mal angesteckt und ist jetzt gerade nach einer Saison halb leer, also nachladen muss man.